Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man sich die Anträge und die Debattenbeiträge von SPD, CDU und FDP so anhört, dann hat man ja zuweilen den Eindruck, man wäre bei einer lustigen und unterhaltsamen Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl mit Elementen einer Sandkastenauseinandersetzung gelandet. Das ist durchaus unterhaltsam gewesen, nur ob das jetzt zwingend heute hier in diesem Haus so notwendig gewesen ist, ist noch mal eine andere Frage. Was richtig ist und worauf die SPD auch richtigerweise hinweist, ist die Tatsache, dass Bildung keine Frage des Geldbeutels sein darf. Das gilt grundsätzlich für Kitas, das gilt darüber hinaus im Übrigen auch für Hochschulen. Bildung darf weder Frage des Geldbeutels noch im Übrigen der geografischen Herkunft sein. Also weder die Campusmaut noch die das grundsätzliche Festhalten an Kita-Gebühren wären richtig. Nichtsdestotrotz, und da bin ich mir dann wiederum auch mit der regierungstragenden Koalition ein Stück weit zumindest, die Einigkeiten werden sich gleich erledigt haben, einig. Bildung ist aber vor allem eine Frage der Qualität. Beitragsfreiheit in Kitas muss mittel- und langfristig das Ziel sein. Ich habe auch Herrn Hafke so verstanden, dass wir uns darin sogar einig sind. Aber kurzfristig muss die Qualität im Mittelpunkt stehen. Wir Grüne haben in der letzten Legislatur ein Eckpunktepapier zur nachhaltigen und auskömmlichen Finanzierung unserer Kitas in Nordrhein-Westfalen vorgelegt. Und es ist ja auch durchaus ein offenes Geheimnis, dass Grüne und SPD bei der Frage von Qualität und Beitragsfreiheit nicht immer gleich unbedingt die hundertprozentig deckungsgleiche Meinung haben. Doch so sehr der SPD-Antrag natürlich auch der nahenden Bundestagswahl geschuldet sein mag. Liebe CDU, liebe FDP-Fraktion, trotzdem darf man Ihnen diese Fortsetzung Ihrer Landtagswahlpolemik und der Geschichtsklitterung so auch nicht durchgehen lassen. Das desaströse Konstrukt der Kiebitz-Finanzierung, so sehr Sie sich auch davon heute distanzieren mögen, das ist doch Ihr Werk. Das haben Sie doch so auf den Weg gebracht, genau mit den Punkten und den Fehlkonstruktionen, die heute dazu führen, dass Ihr neuer Kita-Minister hingehen muss und sagen muss, ich muss ein Rettungspaket schnüren. Das fällt Ihnen heute auf die Füße, was Sie in Ihrer letzten Regierungszeit angerichtet haben. Und Sie wissen doch auch ganz genau, dass die Regierung Rüttgers und ihr damaliger Kita-Minister Laschet es waren, die so viel Porzellan zerschlagen haben, dass es doch bis 2015 gedauert hat, bis die kommunalen Spitzenverbände überhaupt bereit gewesen sind, mit uns wieder eine Vereinbarung zu schließen, um die Kita-Finanzierung wieder auf solidere Beine zu stellen und überhaupt in die Diskussion über ein neues Kita-Gesetz einzusteigen. Das gehört doch einfach zur Wahrheit dazu, auch wenn Sie das heute irgendwie nicht mehr so wahrhaben wollen. Und Sie, das gehört doch auch zur Wahrheit dazu, Sie profitieren jetzt davon, dass die rot-grüne Landesregierung sich 2015 mit den kommunalen Spitzenverbänden geeinigt hat. Und da muss ich Ihnen sagen, das gönnen wir Ihnen ja auch. Nutzen Sie jetzt diese Chancen und machen Sie ein vernünftiges Gesetz gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden. Sie haben ja auch schon sehr breit angekündigt, dass Sie diese da an der Stelle auch auf Ihrer Seite haben. Wir werden sehen, wie weit diese Einigkeit dann noch reicht. Und ja, natürlich, ich hätte mir auch gewünscht, dass das SPD-geführte Familienministerium mit der Vorlage eines neuen Kindergartengesetzes nicht bis in die neue Legislaturperiode gewartet hätte. Denn dann wären die Kitas nicht darauf angewiesen, dass eine neue schwarz-gelbe Landesregierung den Murks versucht, irgendwie besser zu machen, den sie 2005 schon angefangen haben zu vermurksen. Aber so ist es nun mal. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP, dem nun neu aufgelegten Rettungspaket müssen jetzt tatsächlich neben dem ganzen Triumphgeheul auch zügig die weiteren angekündigten Schritte folgen. Minister Stamp hat angekündigt, es soll eine Vierschrittigkeit sein. Den ersten Schritt hat er jetzt ja auch mit dem Kita-Rettungspaket vollzogen. Ich persönlich wundere mich ein bisschen, dass die von Ihnen gerade so hochgehängte Qualität dann nur Schritt 3 ist. Aber wir werden das konstruktiv begleiten und Ihre vollmundigen Ankündigungen, die Kita-Finanzierung jetzt auf solidere Füße zu stellen, daran werden Sie sich messen lassen müssen. Und ich persönlich bin besonders gespannt, auf welcher Basis Sie das machen wollen. Werden Sie tatsächlich hingehen und versuchen, dieses völlig verkorkste Kiebitz-Gesetz tatsächlich noch weiter zu reformieren, dann können Sie sich jetzt schon darauf einstellen, dass das Rettungspaket, was Sie gerade so vollmundig ankündigen, eigentlich zum normalen Instrument Ihres Regierungshandelns wird werden müssen. Herr Hafke, und Sie haben ja gerade die Gesamtheit der Herausforderungen schon mal so weit aufgespannt, vor denen wir jetzt in der Kita-Politik stehen. Und ich will Ihnen ja zugestehen, dass man so relativ kurz nach einer Wahl sich auch immer noch auf die breite Brust schlägt. Aber wenn das Triumphgeheul einmal verklungen ist, dann werden wir doch mal schauen, was substanziell für die Kinder, die Erzieherinnen und Erzieher und die Eltern in NRW dabei herauskommt. Vielen Dank.